So, hallo, Hallöchen, meine Freunde. Heute was ganz Besonderes, und zwar heute mein allererstes Let's Talk. Und ich habe bei mir den Rainer. Servus, Rainer. Hallo John, ich bin's, Rainer. Es freut mich erstmal sehr, dass ich mit dir mal zusammen einen Let's Talk machen darf bei Sahanta. Da du mir auch sehr viele Tipps gegeben hast und auch der Erste warst, der mir unter meine Videos gepostet hat, was ich am besten für Waffen nehmen kann und wie ich mich am besten in diesem Spiel bewegen kann. Ich werde mir natürlich heute ganz an dir halten. Natürlich haben wir jeder eine andere Map. Gehe ich davon mal aus. Ja, auf Und alle, ja, genau. ich werde heute mal gucken, ob ich vielleicht einen schönen Elch mit großen Schaufeln kriegen kann. Ich werde mal sehen, was ich da machen kann. Ja, John, ich überlasse dir mal das Wort. Ja, also wie gesagt, das ist unser erstes Let's Play, besser Let's Play, Let's Talk. Ja, wir sind da jetzt, wir hoffen, dass es einigermaßen gut wird, dass es bei euch ankommt. Und zwar haben wir uns das so vorgestellt, also ich zeige einfach meine Mappen und das, was ich vorhab. Ich bin gerade noch mitten im Wettbewerb, von drei, also da wird das Gewicht von drei schwersten Elche zusammengerechnet, das Durchschnittsgewicht, und ja, da liege ich momentan auf Platz 24. Und ich will mich natürlich verbessern, ist ja klar. Und ja, Rainer geht auch auf Elchjagd. Ja, Und richtig. ihr seht beim Rainer auf dem Kanal, den poste ich dann noch in die Videobeschreibung mit rein, was er gemacht hat. Und bei mir seht ihr natürlich, was ich gemacht habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein ins Gebiet und lassen einfach das Let's Talk einfach mal Let's Talk laufen und schauen mal, was passiert. Also wir haben es nicht vorbereitet, großartig. Es wird ja spannend, wenn keiner weiß, was er sagen soll. Genau. Okay, John, ich klicke mal auf Weiter, dann komme ich direkt auf die Map. Genau. So, ich bin jetzt schon mal im Wald und werde jetzt mal loslaufen und hoffe, dass ich mal, warte mal, ich werde mal schön auf die Map gucken. Und schwer für mich, wo ich sagen kann, da läuft's lang. Ich werde mal Richtung Wasser laufen, weil auch, ja, nee. Moment. Ja, ich habe da mal eine Frage, John. Den Ja. roten Punkt, wenn ich auf der rechten Maustaste drücke, kann ich Ja. mir einen roten Punkt setzen. Wozu Ja. ist der? Das ist einfach das dein Wegmarkierung. Zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, du schießt aus weiter Entfernung ein Tier und es rennt Ja. davor, dann kannst du am letzten Punkt, wo du geschossen hast, kannst du dann mit der, mit dem, also hast du den Entfernungsmesser? Nein, habe ich noch nicht. Weiß nicht, ob es mit dem normalen Fernglas auch geht, aber du kannst dir da eine Hilfestellung, den Punkt setzen, wo du das Tier geschossen hast, dann findest besser die Spur. Ah, gut, Oder wenn okay. du auf der Map weiter weg mal laufen willst und du siehst es nicht in dem Bildschirm von der Map, dann kannst du dir einfach die Markierung setzen und die siehst du dann auf dem kompletten, auf deinem Hunter-Mate, und dann kannst du da einfach hinlaufen und musst nicht dauernd die Map aufmachen. Alles klar. Ja, Okay, genau. das bringt mir schon mal sehr viel weiter, weil ich habe auch ab und zu mal habe ich diesen roten Punkt auch mal benutzt, um einen Hochsitz Ja, zu genau. finden, ne? So, jetzt warte mal, jetzt werde ich mal erstmal Geruchsreduzierer benutzen und dann werde ich weiterlaufen. Ja, ich bin jetzt auch dabei. Ich hoffe, dass ich bald die Elch finden werde. Ja, also wie gesagt, ich bin ja nur ein Neuling in diesem Spiel und du bist ja mehr der Profi. Ich Das habe heißt, natürlich. Profi, ich spiele seit Oktober letzten Jahres, Ja, also. ich habe es Ach. mir. Ich muss dazu sagen, ich habe es mir echt gekauft, seitdem ich deine Videos gesehen habe. Das freut mich. Weil ich habe mir angeguckt, das muss ja langweilig sein, so ewig durch den Wald zu laufen und dann irgendwelche Spuren zu verfolgen. Na, dachte ich mir, okay, ich bin dann zum Mediamarkt, habe ich jetzt gerade nicht gesagt, hingegangen, habe es mir gekauft. Spam, Spam. Spam, können wir mal schneiden, Cut. Habe es mir da gekauft und habe es 3 Tage zu liegen gehabt. Dachte, ja, komm, installierst das Spiel jetzt. Das Spiel fesselt wirklich. Also, es ist Wahnsinn. Das merkt man wahrscheinlich in meinen Videos, dass wenn ich gerade ein Tier auf der Spur bin, dass meine Stimme leiser wird.
Und da hat mir auch schon jemand geschrieben, ich sollte mal lauter reden. Habe ich auch schon probiert, aber wie gesagt, man ist so in dem Spiel drin, dass man automatisch leiser redet, weil man dann das Tier auf der Nähe, auf der Spur ist und kurz davor ist, das vielleicht erlegen zu können. Und da hat man Angst, dass das Tier durch die Stimme vielleicht verjagt werden kann, ja? Das ist der Wahnsinn. Ja, also weil es halt auch von der Grafik her echt realistisch ist und so. Und auch das, ja, das Game hat viele, ich glaube, Gamer PC oder wie heißt das? Zeitschrift Gamer, bla bla bla, irgendwie, hat sogar 1,4 oder 1,5 Wertung gekriegt. Und man muss immer noch eins sagen. Erstens mal, es ist ein Simulator. Ja. Also es ist jetzt nicht von auch nicht von der Spieleschmiede, die was wirklich große Erfahrung hat, was Grafiken und so weiter angeht. Es sind nur ein paar Jungs, Expansive World heißen die, die was einfach, ja, die was einfach aus einfach was Geiles erschaffen haben. Das stimmt, also, ja. Also es ist echt genial. Aber jetzt mal eine andere Frage. Wie viele Videos hast du geschaut von mir, bis du gesagt hast, so jetzt spiele ich es doch? Ich habe von dir 10 Videos geschaut. Und ich, ganz ehrlich, habe mich jedes Mal gefragt, was ist an diesem Spiel so was von, ich sag mal, in der Jugendsprache, geil, dass ich mir ein Spiel kaufen soll, dass ich überhaupt spiele, weil, wie gesagt, ewig durch den Wald zu laufen, um eine Spur zu finden vom Tier, das muss doch langweilig sein. Ja, ja es ist Wahnsinn. Ich hab's mir gekauft nach 5. Folgen von dir. Dachte, das musst du jetzt einfach mal gespielt haben, weil die Abschüsse, die du gemacht hast, die waren extrem. Oh, ich habe da den Weißwedelhirsch auf dem Radar. Habe ich auch gerade, ist weiblich, interessiert mich nicht, gibt eh keinen Score. Gut, für dich kann es schon noch interessant sein, weil es halt Skillpunkt gibt für deinen Waffenskill und für deine für deinen Hunter Spurensuche, bla bla bla. Da gehört und so. Ja, natürlich bringt es was, aber ich, ja, warum soll ich jetzt ein Weibchen schießen? Elch, ist es jetzt so, beim Elch kommt, bei der Elcher kommt es aufs Gewicht, Gesamtgewicht von allen dreien an. Da kannst du das Weibchen nicht schießen. Also, aber die Wettbewerbe machst du ja noch nicht, hast du gesagt? Nee, noch nicht, weil ich ja in dem Spiel erst mal ein bisschen sicherer werden möchte, weil ich möchte erst wirklich richtig sicher sein, dass ich auch mit der Waffen und mit dem ganzen Equipment, was man so bei hat, möchte ich sicher sein. Ich bin möchte mal an dieser Stelle mal mich bedanken an meine ganzen Leute, die mich abonniert haben und mir auch tatkräftig unterstützen, indem sie mir Tipps geben, was ich besser machen kann. Ne? Also echt großen Dank an euch da draußen. Und ja, an dir sowieso, John, weil du warst ja in erster Stunde gleich da mit bei und hast mir gleich super Tipps gegeben. Aber ich mache jetzt trotzdem meinen ersten Abschuss und zwar doch eine Weißwedelhirschkuh. Oh. Und blickt. Waldmannsheil. Ja, danke, danke. Hat sehr, ja, das hätte vorher kommen müssen. Ja, aber auch ohne dein Waldmannsheil gebrochen. Nein, ja, das gleiche gilt auch für mich. Ich habe jetzt heute Abend geschaut, also 99 Abonnenten. Danke, danke, danke. Ich bin jetzt fast vor dem 100. Ja, und das freut mich schon, weil ich hätte vor 3 Monaten oder ja, was heißt Ende Oktober oder Mitte Oktober, wo ich angefangen habe, hätte niemals gedacht, dass es so schnell geht. Und gerade, ja, es ist einfach genial. So. Ja, aber wie du sagst, langweilig durch die Gegend streifen. Ich bin jetzt zum Beispiel an der Stelle wieder in der Nähe, wo mich damals wo ich den Elch geschossen habe und dann ist er aufgestanden und wollte auf mich losrennen. Und ja. Es gibt schon spannende Momente auch. Ja, da muss ich dir dazu sagen, da war ich auch mal auf einer Wildschweinjagd gewesen und hatte leider nicht mein Programm an, um das aufzuzeichnen. Bin so durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, okay, nimmst du mal eine Hirschspur auf. Bin die Hirschspur gefolgt und schaue auf einmal nach oben. Da steht ein Wildschwein, schreit kurz auf und greift mich an. Oh, da war mir so anders geworden. Es ist Wahnsinn. Ja. Da fehlen mir die Worte immer noch und ich habe einen heiden Respekt heute noch, wenn ich jetzt auf den Server gehe und auf die Jagd gehe, dass ich ein Tier so weit von nahe komme, dass es mir angreift. Also es ist Wahnsinn. Ja, du hast Sachen, beim Elchen geht es mir auch so, bei der Elchkuh nicht, aber beim Elchen an sich.
seitdem, dass der Angriff da war, ja, da bin ich immer wieder, wow, ja, ich lieber mal auf dem Hochsitz sitzen und warten. Das, was ich ja jetzt dann auch mache, ich bin jetzt kurz vor dem Hochsitz, da stehe ich jetzt dann oben und warte einfach mal. Mache ich ja sehr oft, hauptsächlich in meinen Wettbewerben. Und ja, und dann schauen wir einfach, was passiert. So, Elch wäre mal nicht schlecht mit richtig miesen Schaufeln. Oh, Schaufeln. Ja. Ich, genauso, das ist ja das, wo ich oft auch schon Leute mich angeschrieben haben, ja, das heißt bei Wildschweinerotte, bei Elch heißt es nicht Geweih, das heißt Schaufeln. Mag alles sein, stimmt auch. Also da gebe ich euch vollkommen recht. Nur, ich bin kein Jäger. Woher soll ich es wissen? Genau. Und wenn ihr mir das jetzt sagt, am nächsten Tag, wenn ich das neue Let's Play mache, habe ich es schon wieder vergessen. Also, es ist immer noch ein Spiel, was saumäßig Spaß macht. Ja. Und ehrlich gesagt, mir ist das sowas von egal, ob das jetzt eine Rotte ist oder ob das jetzt... Ja, da muss ich dir dazu sagen, ich war immer als kleiner Bengel mitgegangen, als Jäger, bei mir Jäger. Mhm. Und daher kenne ich so ein klein bisschen, also ist nicht auch nicht die Masse, was ich jetzt an Fachausdrücken benutzen kann, zum Beispiel ein Wild aufbrechen, ne? Ja. Wild aufbrechen heißt ja aufschneiden und entweiden. Mhm. Ja. Machst du hier Gott sei Dank nicht. Nein, natürlich nicht. Ja, es sind so Sachen, die man so in der Jagdsprache so sagt, aber wie gesagt, ein Spiel ist immer noch, wie du sagst, ein Spiel und da muss man nicht unbedingt mit der Fachausgriff Fachausdrücken um sich schmeißen, weil wenn man jetzt anfängt mit Fachausdrücken um sich zu schmeißen, dann wissen die Zuschauer meistens gar nicht, ja, was will er denn von mir jetzt überhaupt? Ja, aber du wirst lachen, du lernst es trotzdem. Ja, natürlich, das lernst du, na klar. Ja, das ist aber Wahnsinn. Jetzt schon, also nochmal zu uns, also wir sind beide 37 Jahre alt, wir tun uns da schon schwerer, was zu lernen. Ja. Dass das Gehirn halt schon einigermaßen eingerostet ist. Richtig. Ja, nicht, dass wir blöd sind, aber nee, wir wissen halt schon alles. Genau. Allerdings, da fällt mir gerade was ein. Ich habe mal so auf meine Seite heute rumgeschnökert und da ist mir was eingefallen oder aufgefallen. Zum Beispiel Jagdlizenz. Was hat es damit auf sich? Ich habe ja geguckt, da gibt es für Elche Jagdlizenz, für Wildschweine Jagdlizenz, also für jedes Tier eigentlich eine Jagdlizenz. Ja, du hast ja jetzt die DVD-Box. Ja. Genau, das sind 6 Monate Mitgliedschaft und die ganzen Lizenzen mit dabei. Also du sagst, ich kann alle schießen. Aha. Jetzt, wenn das abläuft, kannst du dich entscheiden, ja, ich hole mir für 7 Tage eine Lizenz für Elche. Ja, genau. Für 7 Tage eine Lizenz für das und so und so. Aber man, ja, natürlich kann man das machen, aber ich hole mir halt, wenn jetzt meine Mitgliedschaft hier ausläuft, würde ich mir das Jahresding holen, dann habe ich, in dem Jahresding habe ich, glaube ich, alle Gebiete drin, zusätzlich alles an Waffen, was es so gibt, außer natürlich, es gibt es Sonderwaffen, die, wo ich aber jetzt schon gekauft habe, die bleiben dann trotzdem erhalten. Aber ich habe hier gerade eine Hirschkuh. Ja, okay, dann weiten wir teil. Und sie liegt sofort. AGZ. Dankeschön, Weidmanns Dank. Ja, bitte, bitte. So muss es sein. Die ist direkt auf mir zugelaufen und ich habe sie auch direkt bekommen. Einwandfrei. Moment. Kann ich gleich Näheres sagen? Ja. Rechte Lunge, Leber, also 7,9 Meter. Körper weit weg. Ja, genau, die war direkt vor mir. Herz, rechte Lunge und Leber habe ich getroffen. Hat ein Gewicht von 49,8 Kilo. Leider kein Score. Aber es weiblich ist. Ist weiblich, weiblich gibt kein Score. Außer beim Fasan. Ja. Ich glaube, warte mal, da gibt es noch Fasan, glaube ich, Truthahn. Weiß ich jetzt nicht genau, kann ich dir gar nicht genau sagen. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Oh, sorry für das Wort. So. Also, wie gesagt, also alle Tiere haben das gar nicht. Wildschwein hat männlich und weiblich. Ja. Also kommt es ja auf die Hauer drauf an. Mhm. So, jetzt habe ich eine Spur von einem Elchen. John, da gab da noch eine Frage. Wie gesagt, ich habe in diesem Video, werde ich dir mit Fragen zu bombardieren.
Ja, dann hau doch rein. Ja, ich habe da mal eine Frage und zwar, ich habe mir jetzt extra auf den Zettel geschrieben, weil ich ja sowieso ein Let's Play machen wollte und da hast du mir gefragt, ob wir mal ein Let's Talk machen möchten. Und da kommen mir die Fragen direkt wie gerufen und zwar die Campingzubehör. Was bringt mir jetzt Campingzubehör oder was bringt mir jetzt das Zelt überhaupt? Ich habe das Zelt jetzt gar nicht bei. Also wenn jetzt also die normalen Camping-Zubehör da. Das ist, sagen wir mal, du kannst nur bis 19 Uhr jagen. Sag mal, du fängst jetzt um 15 Uhr an, dann ist 19 Uhr und dann musst du raus vom Gebiet und du kannst damit die Jagdzeit verlängern. Ach so. Genau. Und beim Zelt ist es halt so, dass du das Zelt irgendwo abstellen kannst und dann kannst du an diese Stelle, wo dein Zelt steht, spawnen, also ins Spiel Aha. reingehen. Aha. Was ab und zu ganz gut ist. Gerade in der Anfänger-Map, da habe ich mein Zelt gerade stehen und die ganzen anderen Sachen wie Baumsitz und so weiter und so fort und Tarnzelt, das habe ich alles dort dran, weil ich dort auch noch viel gemacht habe in der Zeit. Es ist halt cool, weil du kannst halt dann dort an dem Zelt immer spawnen und das ist halt Gold wert, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, ich glaube, du kannst pro Map bis zu fünf Sachen aufstellen. Ah, okay. Ach so, wie kann ich zum Beispiel EMS verdienen? Ist ja auch in diesem Spiel. Und da ist mir auch noch ein Rätsel. Ja, wie kann ich die verdienen? Die EMs, Ja. die entweder kaufst du die dir, Ja. also per Kreditkarte safe, PaySafe oder Telefonanruf, oder du machst dann so, da gibt es auch so Seiten wie heißt es, Money, bla bla bla, da wo dann halt irgendwie dich an Gewinnspielen anmelden musst und Ach so, dann dafür kriegst du dann auch EMs, oder du machst dann Wettbewerben mit und wärst Erster, Zweiter oder Dritter, dann kriegst du auch EMs. Aha, okay. Genau. Ah ja, was ist mit die Pfeile, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Coupon oder einen anderen Bogen schieße, die Pfeile, die ich verschieße, habe ich die denn nachher zurück, wenn ich das Tier finde oder verschwinden die Pfeile? Die sind erst wieder, das ist so wie bei der Munition, die verschwindet ja, aber wenn du dann reinkommst, online gehst, dann hast du sie wieder. Ach so, ah, okay. Nur bei den Sonderpfeilen mit den Leuchtspuren, da geht's nicht. Ah, Sind alles dann, klar. also so habe Okay. ich es jetzt gelesen, weil ich selber mal überlegt habe, Leuchtspurpfeile zu holen, weil wir wissen mal, wie das ist. Aber da habe ich das gelesen, habe ich gedacht, na, so dunkel ist hier auch nicht, dass die Leuchtspurpfeile braucht. Richtig. Dann habe ich noch eine Frage, was heißt das EHR? Das steht zum Beispiel bei jüngster Errungenschaft. EHR. Wow, weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Also sorry, also alles, wie gesagt, ich spiele auch erst seit 3 Monaten. Manche Sachen interessieren mich nicht. Ja, das hätte mir mal ganz gerne interessiert, was das EHR bedeutet. Weil das sieht man auf der Seite, wenn man sich einloggt. Und glaube ich, bei jüngster, das heißt genau genommen heißt es jüngste Errungenschaften. Und da steht EHR. Da hast du irgendwelche Punkte dazu, also Zahlen oder Ich auch keine Zahlen. denk mal, dass das einfach so irgendwie so wert ist, was du erreicht hast. Aber frag mich, da musst du mal genau anschauen. Also wer Aha. es weiß, bitte posten. Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass der Rainer hier im Wald rumrennt, ganz einsam und alleine und nicht weiß, was das ist und daran vielleicht verzweifelt versucht, das an einem Tier irgendwie zu finden Genau, und ja. dabei irgendwie sich ein Haxen bricht irgendwo. Das wollen wir ja nicht. Also, Genau. bitte, gib ihm eine Antwort. Genau. Und denk dran, er ist nur 30, er hat nicht mehr viel Zeit, er will ja nicht umsterben. Richtig, richtig. Jetzt habe ich mal, was habe ich eigentlich mal eine Frage gehabt, aber die ist jetzt irgendwie. Ja, genau, doch. Was würdest du spielst jetzt erst 3 Tage, Ja. aber was würdest du jetzt gern noch haben wollen in diesem Game? In diesem Game wäre für mich sehr interessant ein Multiplayer auf jeden Fall, Ja, das damit wollte man. jeder. Also das will ja jeder. Auf alle Fälle, das wäre so geil. Ja, auf jeden Fall, ja. Treibjagd machen und solche Sachen. Ja, ich weiß ja nicht, wie es unseren Zuschauern gefällt, wie wir hier zusammenspielen.
Vielleicht könnten wir ja mal da jemanden einladen, der mit uns mal ein Let's Talk mitmacht. Ja, ich habe jetzt sowieso sowas vor. Ich suche jemanden mit dem, was ich hauptsächlich Let's Talks mache. Jetzt in dem Fall bist es du. Wir verstehen uns ja ganz gut. Vom Alter her sind wir genauso. Und dann einfach Leute, unsere Abonnenten zum Beispiel, wenn die Bock haben. Also wenn ihr Bock habt, einfach mal hier mit drin zu sein, in so einem Let's Talk und uns Fragen stellen wollt oder einfach mit uns über die Hunter quatschen wollt, ja, dann bewerbt euch bei mir oder bei ihm, beim Rainer. Und ja, dann schauen wir, was wir für euch tun können. Wäre nämlich eine ganz interessante Sache, dann könnt ihr mit uns beiden da schwätzen und wir können wirklich so eine Art, ja, Stammtisch machen. Ja, Let's Talk halt. Da fällt mir gerade was auf, da muss ich mal kurz anhalten. Bei mir fliegt gerade ein Flugzeug hier rüber. Ja? Das ist der Wahnsinn. Ist top, dass es gerade mal klappt. Das ist der Wahnsinn, dass man das Fluggeräusch und das Flugzeug selber noch am Himmel sieht, ne? Es ist der Wahnsinn. Aha. Woran die Leute auch gedacht haben an dem Spiel. Ja. Ist ja nicht einfach nur durch den Wald laufen, man hört sogar die Fluggeräusche und man sieht das Flugzeug. So, jetzt habe ich die Spur verloren, verdammt. Ich bin die ganze Zeit in der Eckspur her und jetzt habe ich die Spur verloren. Na gut, also jetzt hier bei The Talk nicht daran dabei hoffen, dass man jede Menge Abschüsse bekommt oder was, weil das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Nein, das auf keinen Fall. Aber ich denke mal, es ist eine ganz gute Sache. Ja, was mir eigentlich noch fehlen würde hier, wäre ein Hund. Ein Jagd. Ja, ein Jagdhund, ja. Genau, oder ein kleinen Jeep vielleicht, wo man mal... Ja, ja. Nee, Jeep wäre zu laut, also vielleicht ein Fahrrad. Aber Fahrrad war auch schon mal im Gespräch im Forum, habe ich schon mal gelesen, ja. Im deutschen The Hunter Forum. Ja. Aber ich weiß ja nicht, was da jetzt in Zukunft geplant ist und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, wenn man nämlich... Warte mal, war da jetzt was? Ich weiß nicht. Nein, nix. Okay. Ich hab die Spur verloren. Okay. Ja. Was können wir jetzt noch ansprechen? Rainer? Ha! Rainer hat einen Jagdhund. Sieht so aus, wie wenn er kurz AFK ist. Naja, macht er nicht. Es hat gerade bei mir geklingelt. Einen Moment bitte. Haben wir gehört, ja. Ja, sorry. Einen kleinen Moment bitte. Ja, ist okay. So, jetzt habe ich die scheiß Spur verloren, oder? Das gibt's aber nicht. Ich bin wieder da. Ja, gut. Ich war eine Nachbarin. Ja, sowas passiert natürlich bei Live Let's Talk natürlich auch, dass die Nachbarin mal aus Versehen klingelt. Das Ausreden, das ist das Real Life. Und ja. Real Life, ja, da passiert sowas halt. Das muss genau. Stört. Oh, ich da mal, das schneide ich jetzt nicht raus, das lasse ich drinne. Das Video bleibt genauso wie es ist, weil ich Haus auch so hoch es ist. Genau, ich auch, weil wie gesagt, das kann mal vorkommen, dass die Nachbarin sich mal ausnahmsweise mal verklingelt, weil sie das Licht anmachen wollte. Aber ich finde es ganz gut, dass es wenigstens nicht erwartet hat und hat gesagt, ja, okay, ich habe verdrückt. Entschuldigung. Genau. So, Kinder werden einfach wegrennt. Genau, genau. Ich habe die Spur verloren. Wie findest du denn immer, verdammte Axt? John, da ja. Fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt hier eine Spur. Da steht jetzt 1102 oder 3 Meter. Ist es jetzt die Entfernung, weil ich von dem Tier entfernt bin? Ja. Nein, das ist die Entfernung, die was du schon gelaufen bist. Ach so. Und wo steht jetzt, wie weit ich von dem Tier weg bin? Steht gar nicht da. Gar nichts. Aha, alles klar. Wollte ich jedes Mal überlege, Mensch, 20 Meter vom Tier entfernt, ist ja extrem weit. Ja. Ach, das ist die, ja, wie gesagt, ich habe ja das Tutorial, habe ich ja nur so ein bisschen angespielt, dachte, okay, brichst du ab, machst du jetzt mal deine Jagd hier. Aber hallo,
Ich kann nur jedem empfehlen, das Tutorial wirklich komplett durchzuspielen, um halbwegs etwas durchzusehen. Ich bin immer noch der Meinung, oder was heißt der Meinung? Ich ärgere mich, dass ich das Tutorial nicht durchgespielt habe. Du kannst es aber immer wieder. Ach so, ja. Wo denn? Ja, ja. Wenn du auf die Map gehst, wo du aussuchst, wo du hin willst, beispiel auf der Homepage, du drückst ja auf Hand Now, ja, zur Jagd, und dann öffnet sich das Fenster und dort kannst dann oben ist so ein Reiter, wo Tutorial drin steht. Ja. Genau. Und da kannst du dann wieder das Tutorial machen. Aha. So, jetzt habe ich das nächste Problem. Oder nächste Frage. Ich habe jetzt hier zwei Spuren nebeneinander. Weil mir gesagt wurde auch schon von vielen Leuten, ich soll jede Spur mitnehmen. Mit ja, aber wenn du jetzt, ja genau, normalerweise nimmst du jede Spur mit, damit der Skill hochgeht. Ja. Aber wenn jetzt du, sagen wir mal, das Gefühl hast, dass du schon irgendwo ein Tier gehört hast, dann folg der Spur, die was du eh schon folgst. Ah, und ist lass klar. Einfach bleiben. Okay, dann folge ich die mal weiter. Und ich hoffe, dass ich dann mal... Ich werde jetzt mal mit dem Elchrufer rufen. Zum zweiten Schuss komme. Ja, mein erster mit dem 44er geschossen. Die weiße Hirschkuh. Mit dem 44er, das heißt, du hast mit einem Revolver geschossen. Ja, genau. Okay. Ja, mache ich auch ab und zu. Also war die relativ nah dran, oder? Ich glaube 16 Meter oder was. Oh ja, das geht schon. Ui, ich habe da... da habe ich ja was. Man kann ja, ich habe ja gesehen, man kann hier sogar Pilze suchen, ja? Ja, genau. Ich habe hier ein Champignon halt schon gefunden und ein Pfifferling. Und ich glaube, ich habe jetzt gleich noch ein Pfifferling. Ich muss mal gucken. Pfifferling nee. Einen einzigen gefunden. Das sieht jetzt aus wie ein Steinpilz. Ja, also Pfifferlinge habe ich bis jetzt erst einen gefunden. Ja. Steinpilze habe ich schon jede Menge. Der schwerste war 1,5 Kilo. Ui. Und ich dachte, hey, wo findet man solchen Steinpilz? Aber ist ja mal gut, wenn man Pilze findet, weil ich sage dann immer, ja, seht ihr, für die Soße, Pilze haben wir schon. Ja, genau. Es fehlt nur noch unser passendes Reh. Oder Hirschfleisch oder was auch immer. Richtig. So, jetzt habe ich hier nochmal eine Spur. So, aber jetzt kommen wir schon langsam, wir haben unser Ziel gesetzt, länger wie eine halbe Stunde wollen wir das erste nicht machen. Richtig. Wir kommen jetzt langsam zum Ziel. Ui. Also, ja, halbe Stunde ist bei Sehanda nichts, also das ist wirklich... Nee, das stimmt, ja. Da kommst du wirklich zu nichts. Aber egal, so, jetzt folgendes. Wenn es euch gefällt, natürlich liken, abonnieren, kommentieren und teilen. Jeder Mensch ist irgendwo in irgendeinem Facebook oder sonstigen Social Media Dings gedöhnt. Bitte teilen, weil damit unterstützt ihr uns. Und wenn ihr wollt, dass wir sowas öfters machen, der Rainer und ich, dann sagt uns Bescheid. Aber keine Angst, auch wenn ihr uns nichts sagt, wir machen trotzdem damit weiter. Nein, Mann, also einfach ehrlich sagen, okay, ist cool, macht mal, schauen wir mal, was draus wird. Und ja, einfach, wenn ihr dabei sein wollt für so Let's Talk, einfach bei mir oder bei Rainer bewerben. Einfach, was heißt bewerben? Einfach hinschreiben, ja, ich will dabei sein, fertig. Und genau. Dann seid ihr mal dabei. Dann machen wir einen Termin aus und schauen, wann wir dann so einen Let's Talk machen, wo wir dann zu dritt über Sehanda diskutieren. Und ich hoffe dann, dass wir dann mit diesen... Ja, einfach austauschen, was wir so wollen, was uns fehlt, was vielleicht noch genial wäre, was nicht so gut ist und so weiter, damit wir den Entwickler des Spiels helfen, das Spiel noch interessanter zu machen. Genau. Und was ganz wichtig wäre, vielleicht, wenn euch das Video gefallen hat, ihr aber nicht selber daran teilnehmen möchtet, was möchtet ihr denn gerne noch für ein Video sehen wollen? Also anderes Spiel vielleicht. Von uns beiden jetzt, von John und mir zum Beispiel. Ja, wäre auch mal interessant, oder John? Ja, auf alle Fälle. Ja. Aber da schauen wir jetzt einfach mal und die Entscheidung, die liegt bei euch. Ihr dürft es uns dann einfach reinposten. Und ja, wir freuen uns dann schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt The Talk
Let's Talk The Hunter, genau so rum. Und ja, dann schauen wir einfach, wie es bei euch ankommt. Rainer, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, erstmal möchte ich, wie gesagt, mich bei meinen Abonnenten und bei den Leuten, die mir Kommentare geschrieben haben, wirklich bedanken, dass sie mir auch ein Feedback wieder geben, dass meine Videos ankommen und mir auch Tipps geben. Ich meine, ich bin wirklich absoluter Anfänger, wie man auch merkt. Ich habe dir auch sehr viele Fragen gestellt. Wie gesagt, das macht mir wirklich sehr viel Spaß, wenn ich da Antworten wieder kriege und auch Tipps wieder kriege. Oh, ich habe noch eine Elch. Ich habe noch eine Elchkuh jetzt vor mir. Oh, wollt man sagen? Ja, die machen wir natürlich noch. So, die, das schaue ich gerade, wie weit das weg ist. Oh, 76 Meter. Ne, 97. Oh, das sind gleich zwei, verdammt, und ich kann nur einen. Oh, ja, ich muss auf alle Fälle, denn ich brauche noch ein paar Kilo. Na, mach mal. Ja, ich würde wahrscheinlich eh was mit Nachfolge nachsuchen. So, die rennt noch. Die rennt immer noch, verdammte Scheiße. Oh, oh. Ja, das war jetzt, das ist klar. Das ist normal hier. Bei Elche, dass ich da nicht immer gleich trifft. Ganz selten. Hm. Aber ich sag gleich, wie lang das ungefähr dauert, weiß ich jetzt dann auf alle Fälle. Die Nachsuche. Ach, was soll denn? Steh auf. So. Ja gut, okay. Ihr wollt bestimmt noch. Sollen wir es noch verlängern, damit wir die Daten noch haben? Oder wollen wir dennoch abbrechen hier das Let's Talk? Ja, mir eigentlich von der Sache her egal. Man kann es ja weiter aufnehmen, wenn die Leute nochmal sehen möchten, wie es weiter ausgegangen ist oder wer noch was geschossen hat, können wir es dann noch mal später reinstellen, oder? Ja. Ja, können wir machen oder ja gut. Ja, auf alle Fälle, was ich noch loswerden will, ist, ich habe ja noch den Wettbewerb laufen gehabt. Mhm. Und da möchte ich jetzt auch gleich ja von meinen Let's Play The Hunter Videos und von der zweiten Staffel. Und da habe ich ja eigentlich jetzt habe ich die Spur wieder verloren, Moment. Ja, da habe ich dürften meine Abonnenten das Video wählen, was sie am besten fanden. Mhm. Eins muss ich sagen, ich habe viele Abonnenten und die Videos werden fleißig geschaut. Dafür danke ich euch wirklich. Aber wo ich eine kleine Enttäuschung jetzt hinter mir habe, ist, dass an der ganzen Umfrage nur drei Leute teilgenommen haben. Oh. Ja, das fand ich, weil beim ersten, bei der Staffel 1, da konnte ich mich vor Nachricht nicht mehr retten. Hm. Und ja, es war eigentlich schade. Jetzt, Moment, ich glaube, da habe ich sie nochmal, die Elchkuh. Die rennt da noch ganz gesund rum. Hm. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, da nur drei Leute teilgenommen haben, habe ich mir lange überlegt, was mache ich. Ja, und ich werde die drei Leute, wo teilgenommen haben, ich schreibe die jetzt natürlich persönlich noch an. Ach, das war jetzt ein anderes, war gar nicht das. Gut, egal. Es ist schwierig, sehr handelt zu spielen, wenn man im Let's Talk ist. Ja, das glaube ich. Und dort werden jetzt, ich werde keinen ersten, zweiten und dritten Platz vergeben, sondern ich werde an jeden, was mitgemacht hat, 1000 DMs geben. Oh, hört sich ja gut an schon. Ja, hört sich gut an. Als Dankeschön, dass wir jetzt drei mitgemacht haben. Mhm. Und beim nächsten Mal, ja, hoffe ich, dass vielleicht drei, vier Leute mehr mitmachen. Ja, ich hoffe es doch auch. Wie gesagt, schaut bei John auf der Seite nach. Er hat weitaus mehr Videos in hier mit The Hunter, wie ich, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, John, wir hören auf an dieser Stelle. Ja, genau. Und wenn die Leute mehr sehen möchten oder unsere User mehr sehen möchten, klickt drauf, gibt uns Likes, gibt uns Kommentare, gibt uns auch Kommentare, was wir besser machen können. Oder was für ein Spiel ihr gerne von uns mal sehen möchtet. Oder wenn ihr mal mit uns selber zusammenspielen möchtet, schreibt uns an bei John auf der Seite oder bei mir auf der Seite.
Egal, wir werden uns in Kontakt setzen und dann werden wir uns auch mal einen Weg finden oder einen Termin finden, wann wir mal zusammen spielen können. Ich denke Genau. mal, bis zu drei, vier Leute werden wir auf jeden Fall, also drei, vier Leute mitgerechnet von John, meine Wenigkeit und dann noch zwei Gästen, sag ich mal, werden wir Ja, es. ein Gast, weil vier Leute sind dann doch zu viele. Sind zu viele, ne? Also Ja, dass wir dann okay. immer die Leute extra haben, Ja. also finde ich dann ganz gut. Okay, dann machen wir genauso, Genau. dass der John, meine Wenigkeit und dann noch ein Gast mit bei ist. Und dann nehmen wir das auf und dann geht das los, ne? Genau, ja, und es hat Spaß gemacht, Rainer, mit dir. Ja, Dank John, dir. mit dir auch, auf jeden Fall, John. Ja, und ich hoffe, dass wir noch öfters das Vergnügen haben. Ja, auf jeden Fall. Also Leute, erstmal recht herzlichen Dank für eure Abos, eure Kommentare und eure Likes. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt uns und ja, wir werden zusehen, dass wir es möglich machen, ne? Genau. Okay. Bis denn. Dann bis denn. Ciao. Tschö.